Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich möchte Sie mit meinem Buch Magdeburg, Wendezeit und Neubeginn auf eine kleine Zeitreise in das Jahr 1990 mitnehmen. Am 30. Juni 1990 mache ich mich auf den Weg von Schwerin nach Magdeburg. Von meinem letzten Ostgeld habe ich mir eine Fahrkarte gekauft. Ab morgen ist alles anders. Wir zahlen mit der D-Mark. Ich fahre mit dem Zug durch eine graue Landschaft. Meine Gedanken gehen zurück in das Jahr 1988. Sommerferien, die 10. Klasse an der POS hatte ich beendet. Mich erreicht Anfang August die Nachricht, dass mein Bruder Tim am 8. August von Ost nach West-Berlin übersiedelt. Seinem Ausreisegesuch wurde stattgegeben. Für mich heißt das, meinen Bruder nicht mehr wiederzusehen, kein Abitur zu absolvieren und als Hilfskraft im Konsum zu arbeiten. Ab September 1989 beginne ich in Schwerin eine Ausbildung zur Krankenschwester. Am Hauptbahnhof in Magdeburg wartet Bernd auf mich. Wir haben uns erst vor wenigen Monaten in Schwerin kennengelernt. Nun ist er nicht mehr bei der Armee und ich ziehe zu ihm in seine Heimatstadt. Gefunden haben wir uns in einer Zeit, in der sich alles tagtäglich radikal ändert. Selbst meine Ausbildung in Schwerin war in Frage gestellt. An der Medizinischen Akademie Magdeburg lerne ich schließlich doch weiter und mache 1992 den Abschluss als Krankenschwester. Das marode Schiff DDR gerät in Seenot. Es bekommt Schlagseite, droht zu sinken. Trotzdem fährt es weiter zum sicheren Hafen Deutsche Einheit. Ein vereintes, demokratisches Deutschland ist das Ziel. Wir sind mittendrin, lassen uns mitreißen. Deutsche Einheit, das bedeutet den Beitritt der DDR. Es bedeutet, alles zu übernehmen. Gesetze, das Bildungswesen, die Marktwirtschaft. Warum nicht eine gemeinsame Verfassung, in Kraft gesetzt durch eine gesamtdeutsche Volksabstimmung? Wir lassen die DDR und damit das bisherige Leben hinter uns und sind neugierig auf die Zukunft, wenn auch mit gemischten Gefühlen. Die DDR war das Haus, in dem ich mein bisheriges Leben verbracht hatte. Kein ansehnliches Haus, eher eine Bruchbude. Aber ich hatte dort gelebt und geliebt und gekämpft. Da ist der Abschied komplizierter als erwartet, schreibt Marianne Börtler in dem Artikel von Deutschland nach Deutschland, das letzte Jahr DDR im Mai 2015. Mit der klapprigen, quietschenden Straßenbahn der Linie 12 fahren wir von Fermersleben in die Stadt. Erst zu unserer Schule, an der wir 1995 das Abitur absolvieren. Später nutzen wir die Chance eines Studiums vor der Haustür. Die Otto-von-Guericke-Universität bietet zahlreiche neue Studiengänge. Und überall herrscht Aufbruchsstimmung. Ab 1995 studieren wir ganz beschaulich zusammen mit wenigen anderen Studenten. Die Dozenten sind so bunt gemischt wie das Volk in Ost und West. Die Zeit verfliegt. Von unserem Radweg entlang der Elbe in Buckau verschwindet langsam der Kohlestaub und das erste Grün zeigt sich. In der Altstadt von Magdeburg sind die ersten Farbtupfer zu sehen. Alles ist in Bewegung. Magdeburg ist im Jahr 1990 an vielen Orten grau, schmutzig und staubig. Es ist Winter und der Braunkohlegeruch allgegenwärtig. Am Hauptbahnhof wirbt eine Werbetafel aus den 1970er Jahren dafür, dass sie mit der Deutschen Reichsbahn schnell, sicher und bequem reisen. Jetzt fahren die Züge auch wieder nach Braunschweig. Vom Hauptbahnhof aus blickt der Ankommende über eine riesige Freifläche in Richtung Elbe. Auch das Fünf-Sterne-Hotel International, gebaut in den 1960er Jahren, ist schon vom Bahnhof aus zu sehen. Hier schliefen meist Gäste aus dem nicht-sozialistischen Wirtschaftsgebiet und die Valuta-Hotels standen unter der Beobachtung der Abteilung Touristik der Stasi. Das kulturvolle Hotel im alten neuen Magdeburg, wie ein Hotelführer der Vereinigung Interhotel von 1969 schreibt, besitzt die Juanita-Bar und ein exklusives Restaurant. Magdeburger hatten sich schon Monate vorher angemeldet, um Gast in dem Hotel zu sein. In den kommenden Monaten gehen hier die Manager der großen Hotelketten ein und aus. Ein neuer Betreiber soll es übernehmen. Essen gehen im Restaurant. Der eine hat kein Geld mehr dafür, der andere kauft sich lieber neue Möbel oder ist in der Welt unterwegs. So schließt das Hotel seine Bierstube und das große Café. Personal wird abgebaut. 1992 findet die Immobilie einen neuen Käufer. Gut 30 Jahre nach seiner Eröffnung weicht das erste Haus am Platz einem Neubau. Am Hasselbachplatz bringen die Magdeburger seit Jahrzehnten ihre Schuhe in den verwinkelten Eckladen der Familie Diederichs. Kleine Läden wie auch eine Buchhandlung fristen hier ihr Dasein. Am Hassel, wie die Magdeburger sagen, ist alles grau und laut. Die zahlreichen Häuser aus der Gründerzeit sind teilweise baufällig. Zentral liegt der Plättbolzen, ein fünfgeschossiges Haus, das wegen seiner Form so im Volksmund genannt wird.
Eine Leuchtreklame wirbt für SKL Kraftmaschinen und Industrieausrüstungen. SKL steht für den VEB Schwermaschinenbau Karl Liebknecht in Buckau und Salbke. Einst die Maschinenfabrik von R. Wolf. Der kleine Platz vor dem Blättbolzen war morgens ab 6.30 Uhr immer voll Menschen. Hier haben sich die Straßenbahnen aus allen Richtungen getroffen. Wer am Schwermaschinenbau gearbeitet hat, stieg in die Bahn der Linien 2 und 12 nach Buckau und Salbke. Über 20.000 Menschen sind in den Tatra-Großzügen mit rot-grauen Sitzschalen täglich durch die Stadt gefahren. In den kommenden Monaten hat sich die Menschentraube morgens immer weiter verkleinert. Am 6. Mai 1990 finden die ersten freien Kommunalwahlen in der DDR statt. Magdeburg hat nach 47 Jahren wieder ein demokratisch gewähltes Stadtparlament mit der SPD an der Spitze. Den Oberbürgermeister Dr. Willy Polte haben 114 der anwesenden 144 Stadtverordneten gewählt. Keiner der 150 gewählten Volksvertreter verfügt über Erfahrungen in kommunaler Selbstverwaltung. Dafür aber starten die Politiker mit basisdemokratischem Verständnis des runden Tisches. Dieses Gremium, Markenzeichen der Wende, wie Oberbürgermeister Willy Polte es später nannte, versucht das Vakuum aufzufangen, das durch den Zusammenbruch der DDR entstanden ist. Nach dem Rücktritt des SED-Oberbürgermeisters Werner Herzig am 8. Dezember 1989 übernahm Dr. Werner Note das Amt. Als das neue Stadtparlament ins Rathaus einzieht, kommt das dubiose Geschäft von Dr. Werner Note mit einem Großunternehmer aus dem Westen ans Tageslicht. Der Oberbürgermeister wollte das städtische Bauland an den Unternehmer Johannes Hubert, Hannes, Willisch aus Rattingen veräußern. Für Willisch wäre es ein lohnendes Geschäft gewesen, wäre er doch so der größte Grundstückeigentümer und Bauherr in Magdeburg geworden. Um den Unternehmer rankte sich so manche Legende, aber Dr. Werner Note war von dem Herrn aus dem Westen angetan. Als eine der ersten Amtshandlungen des demokratischen gewählten Stadtrates erklärt diese am 19. Juni die geschlossenen Verträge für null und nichtig. Am 6. Juli verhandeln Oberbürgermeister Dr. Willy Polte und andere Politiker mit Herrn Willisch, damit die Verträge im gegenseitigen Einvernehmen vor dem Notar aufgehoben werden. Dr. Polte lenkt ein, bietet ein kleineres Stück Bauland, aber Herr Willisch will sich wohl nicht mit Krümeln abgeben, wie er gesagt haben soll. Nach einigen Hin und Her gewinnen der Oberbürgermeister und seine Stadtverwaltung den Kampf um den Ausverkauf des städtischen Bodens. So viele Grundstücksaffären es in den Städten der DDR auch gibt, der Versuch, eine Stadt zu erobern, ist bislang singulär, resümiert das Magazin Der Spiegel in einem Artikel vom 23. Juli 1990. Nun ist es aber endlich Zeit für die neue Stadtpolitik. In den vergangenen Monaten konnte der Runde Tisch mit seinen zahlreichen Besprechungen gute Vorarbeit leisten. Ein Thema war auch die Situation im Fernmeldeamt. Für eine gut funktionierende Verwaltung ist ein stabiles und ausbaufähiges Telefonnetz unerlässlich. Der Chef des Fernmeldeamtes berichtete, dass in der Zentrale in der Listemannstraße eine Vermittlungsanlage der Firma Siemens aus dem Jahr 1924 stünde. Durch den Krieg war die Anlage beschädigt worden. In der DDR erfolgte eine notdürftige Reparatur. Zwei Fernmeldemonteure hätten die Anlage bis zur Wende am Leben gehalten. Mit dieser maroden Vermittlungsanlage war eine weitreichende Versorgung der Bevölkerung Magdeburgs mit Telefonanschlüssen nicht möglich. Zwischen 1990 und 1995 richtete die Deutsche Telekom deshalb in nur 4 Jahren 55.800 neue Anschlüsse im Stadtgebiet ein. Vision Buga. Im August 1990 folgte Oberbürgermeister Dr. Willy Polte einer Einladung des damaligen Bundesratspräsidenten Walter Momper nach Bonn. Dort lernte er den Rheinauenpark kennen, der im Rahmen der Bundesgartenschau 1979 entstanden war. Polte war begeistert und die Idee, im Gebiet des ostelbischen Großen und Kleinen Krakauer Angers so ein Projekt umzusetzen, war geboren. Es gab nur ein Problem. Dort waren zu der Zeit noch sowjetische Truppen stationiert. Trotzdem meldete der Visionär beim Zentralverband Gartenbau in Bonn Magdeburg als Gastgeber an. Der engagierte Politiker warb dafür, dass der Osten eine Chance erhalten sollte, kurzfristig eine Bundesgartenschau auszurichten. Das Interesse war geweckt. Nur wenige Wochen später wurde das wüste Gelände begutachtet und für geeignet befunden. Der Stadtrat zeigte sich skeptisch, in Anbetracht der vielen Aufgaben, die es zu bewältigen galt. Aber eine Buga bot die Chance, ein Stück blühender Landschaft, wie es damals hieß, zu schaffen.
Der Oberbürgermeister sah darin ein Großprojekt, das Investitionen nach sich ziehen und andere Projekte beschleunigen würde, die geplant waren. Sei es der Nordbrückenzug, der Tunnel am Askanischen Platz, der Verkehrsknoten Jerichower Platz am Ostufer oder der Brückenneubau über die Elbe am Herrenkrug für die Buger. Auf dem einzigen Militärgelände entstand schließlich auf einer Fläche von 93 Hektar der Elbauenpark. Zur Buger kamen etwa 2,3 Millionen Besucher. Für den Tourismus, auch zukünftig, war das mehr als positiv. Für Magdeburg hat die Buger 1999 etwas ganz Besonderes erreicht. Unterstützt durch das große Medieninteresse an dieser außergewöhnlichen Buger wuchs auch in der Bevölkerung das Bewusstsein für die eigene Heimatstadt. Dieses beflügelte den positiven Imagewandel der Hauptstadt Sachsen-Anhalts, wie die Deutsche Bundesgartenschaugesellschaft MBH auf ihrer Website zusammenfasst. Zum 60 Meter hohen Jahrtausendturm schreibt die Gesellschaft: Der Turm ist nicht nur Wahrzeichen der Schau, sondern auch ein Symbol des neuen Magdeburgs geworden. Weltoffen und originell.